Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Diesmal möchte ich euch einen Panzer vorstellen oder näher bringen, und zwar ist es der T-55A, den man nach wie vor, den man nach wie vor über die Mission und über Tanks frei spielen kann, was mir leider noch verwehrt geblieben ist. Und zusammen werde ich das mit einem dem Panzer vergleichen mit dem T-55, der ja eigentlich einer der besten oder eigentlich der beste Tier 9 Medium ist. Ja, ein absoluter Allrounder. Deswegen wird er auch so gern gefahren, immer noch. Und wir werden mal sehen, was so die Unterschiede sind zwischen dem T-50A und dem T-54. Schalten wir mal das Modellbild um auf Live, dann sehen wir auch den Panzer gerade hinstellen. Übrigens habe ich beiden jetzt die Lorraine reingenommen, ne, weil die halt so den eine 100 mm Kanone bei 32 Durchschnittspennen, ja, also ist so der Tier 8, Tier 9 Durchschnitt, ja, wenn man so vergleicht. War ich etwas wenig Pennen, ja, da es ja auch einige gibt, die haben mehr Pennen, aber zum Zeigen reicht das vollkommen. Zum Zeigen der Penetrationswerte meine ich natürlich. Aber wie ihr schon sehen könnt, die Lorraine hätte jetzt zum Beispiel auf der Frontwanne absolut kein Problem mit durchzuschlagen. Denn die ist komplett grün. Ja, wenn ich jetzt den T-50 angucke, gerade, da wird es schon etwas mehr. Ja. Und ihr seht schon, hier oben sind es 200 mm, da sind es 295, ja, zu 170 und 168, 175. Ja. Und das liegt aber daran, dass die Frontplatte schon mal den größten Unterschied hat, nämlich 20 mm weniger beim T-50A, was schon mal kriegt jetzt nicht viel, aber beim selben Winkel, ich nehme an, es ist derselbe Winkel, müssen wir noch einen Punkt, Armor Angle, 54%, ja, es ist derselbe Winkel, auf jeden Fall. Da macht das schon einen deutlichen Unterschied, wie man sehen kann. Und am Turm sieht man schon, ja, er hat ähnlich wie der T-50 viele grüne und gelbe Stellen, ja, wo man durchschießen kann mit viel Glück. Aber wenn das Kaliber etwas größer ist oder die Penetration etwas höher ist, natürlich wie beim, wie zum Beispiel mit dem Centurion MK7, der hat ja 270, glaube ich, hat er. Ja, 268 mit APCR, ja, Prototyp auch. E50 hat einen 209, der hat einen 220, ja. Der hat wahrscheinlich etwas mehr Probleme, ja. Jetzt dann hier schon etwas orangener hier, statt grün. Das ist der T54, ja, und beim T55, ja, machen wir mit Lorraine wieder rein. Und beim T55A, dann ist das natürlich auch, hier oben Weak Spot. In der Kanonenblende hat er 500 mm, sollte eigentlich man sollte da eigentlich nicht durchschießen können, egal mit was, ja. Vor allem mit Heat nicht. Habe ich auch schon öfters irgendwie gesehen, dass Leute durch Kanonenblenden holzen mit ihren Heat, was ich nicht so ganz verstehe. Früher war mal die Regel, dass wenn du solche Spaced Armor reinschießt, ja, und das ist blau, ist das Spaced Armor. Das heißt, das ist Spaced Armor ist blauer und dahinter ist noch die Panzerung. Manchmal verstehe ich es nicht so richtig. Eigentlich sollte eigentlich absorbiert werden. Wie man sieht, Autobahn Single, ja. Wenn man jetzt den T-50 das seitlich stellt, dann sind es auch nicht viel mehr. 180, ja. Von 180, 170. Beim T-50 merkt man das halt schon. Ja, da wird schon gelb. Ja, da hat man schon mit der Lorraine, könnte man durchaus zum Abprallen, wenn die nicht so hoch rollt. Ja, das ist wohl mit der größte Unterschied beim T-50A. Aber ich habe extra mal die Tank Compare auf, ja. Also links haben wir hier den T-50A und rechts haben wir den T-54. Und es ist übrigens ein deutscher Panzer, ja, also es ist kein russischer, was man meinen könnte. Ja, steht es auch, oder wurde die SSR nach Ostdeutschland geliefert, ja. Das ist ein NVA-Panzer. Und ich habe beim T-54 jetzt die beste Kanone drin, die D10 T2S. Dann schauen wir uns mal die Werte an. Kosten, ja, 17.500 Gold würde er kosten, wenn man ihn kaufen würde. Wie gesagt, man spielt ihn frei. Der Dings kostet natürlich 3,4 Millionen Gold. Er hat 50 HP mehr,
Funkreichweite ist gleich, er ist langsamer, 50, Top Speed, werden wir auch gleich nochmal sehen, und zwar, weil er hier etwas mehr schon allein Gewicht hat, ja. Da wiegt der Dings weniger. Interessanterweise haben sie beide genau gleich viel Maximalgewicht, wie auch immer das zustande kommt. Und hier sieht man schon, 100 mm Frontwanne, ja, zu 120, und das ist schon mal. Es macht ihn auf jeden Fall schlechter, wenn man die Wanne nicht verstecken kann. So, wie kann ich schon mal sagen. So, und hier sehen wir auch, warum er auch so wie langsamer ist um 6 km/h. Er hat noch 580 Pferdestärken zu 700. Das macht ein Leistungsgewicht von 15,47 zu 20,01 Tonnen pro Pferdestärke pro Tonne. Und die Drehgeschwindigkeit hat er mehr, 2 Grad. Maximale Steigungswinkel, alle beide 25. Bei der Resistance bin ich mir auch noch nicht sicher, was genau, muss ich mich echt mal erkundigen, was denn besser ist, wenn der Wert niedriger ist, glaube ich, war auf jeden Fall besser. Denke ich jetzt zumindest. Ich werde mich dann auf jeden Fall nochmal per Dings nach hier korrigieren. Muss ich echt nochmal gucken. Er hat 5 Meter mehr Sichtweite und 2 Grad mehr Turmdrehgeschwindigkeit. Das klingt jetzt nicht viel, 5 Meter Sichtweite, kann aber den Unterschied zwischen Cap, also zu 445 Metern und 440 Metern sein, ja. Habe ich auch einige Panzer, die so knapp vor dem Cap sind. Und hätten die 5 Meter mehr Sichtweite, wären sie bei meinem Cap. So, bei der Bewaffnung sehen wir, dasselbe Damage, selbe Penetration, komplett. Die Kosten sind auch gleich. Er macht ja keine mehr Credits. Also, man kann mit dem jetzt, sagen wir mal, ihr lieber die E50 oder E50M oder Leopard Q oder so hinnehmen, aber man kann halt nicht mehr Credits machen mit dem, ja. Also, das ist ein typischer Tier 10 Premium Panzer, ja. Wie man auch schon einige freispielen konnte, in den Clan Wars zum Beispiel. Und jetzt sehen wir hier auch schon auch einen weiteren Vorteil für den T-50A. Im Nahkampf oder so, oder in der Schussfrequenz ist auf jeden Fall besser. 0,1 Rounds pro Minute, ja, also lädt alles 0,1 Sekunden schneller nach. Und was vor allem noch viel wichtiger ist, er hat eine bessere Genauigkeit, 0,02 Meter. Und zielt auch schneller um 0,2 Sekunden. Hat 7 Schuss weniger als der E50, als der T54. Aber das soll jetzt nicht so viel ausmachen. Aber auf jeden Fall ist die Kanone dann mit irgendwie besser. Ne? Gleicht dann wahrscheinlich die schlechtere Wandpanzer und den schlechteren Motor etwas aus. Ja. So, da schauen wir uns das Replay, was mir eingeschickt wurde vom Alpha 07, aka Doofnix im Twitch-Chat, und ja, wir schauen dann einfach mal rein. Bis gleich. So, dann herzlich willkommen zu dem Replay jetzt vom Alpha 07. Er fährt zusammen mit dem Skydog und der Eisbär Sitzin, alle vom Clan Skill. Und ja, er fährt seinen T50A. Den zeige ich jetzt hier gerade nochmal schön. Hat dieses tolle Symbol da, ja, könnt ihr es erkennen. Wer das noch kennt. Ja. Ein typischer NVA-Panzer. Vielleicht nicht typisch, keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Panzer nicht aus. Wie die NVA da benutzt hat damals. Und es ist übrigens die Version 9.10, ja, und nicht 9.14 jetzt, was aktuell wäre. Sehen können es ein paar Probleme geben, aber das werden wir sehen. Ich habe das Replay auch noch nicht angeguckt. Also ich sehe das jetzt live quasi mit euch zusammen. Mal sehen, was er macht. Ah, die Kühlmühle können auch ein Stückchen größer machen. So ungefähr. Ja. Manche fahren ja komplett ohne Minimap. Weiß nicht, wie das geht. Könnte ich nie machen im Spiel. Fährt das da gerade Stalingrad? Ich glaube, gibt es die eigentlich noch? Stalingrad. Ich habe die zumindest seitdem ich wieder spiele auch nicht wieder gesehen. Ich glaube, die haben sie entfernt, oder? Ich habe schon fast nur Nostalgie hier. Aber wer sich noch daran erinnern kann, da wo er gerade hingefallen ist, kann dann
sehr schnell gefährlich werden, wenn da die Mediums und so an die Scouts reingefahren kommen. Aber er ist ja auch nicht allein. Ja. Ich kenne das nur, wenn ich da mal gerne reingefahren bin allein. Da haben sie mich auch gerne mal gerommelt. Er schießt dann noch AP auf den TH-10E5. Ich werde mal ganz kurz die Sounds einstellen. Ich weiß nicht, ich habe es schon runtergestellt auf. Sind irgendwie verdammt laut irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Könnte durchaus ein Problem. Ein Problem des Dings sein. Der 9.10-Version. Ich hoffe, in der Aufnahme fallen euch dann nicht die Ohren ab. Sonst muss ich es nochmal machen. Also, wir werden sehen, ob es einigermaßen leise genug ist. Ach, jetzt weiß ich aber noch warum. Ich hatte nämlich, jetzt weiß ich es auch wieso, zwar hatte ich, vielleicht hört ihr das, es sind keine Original-Sounds, und zwar sind das die Sounds von Gnomefather, heißt er, glaube ich, genau. Gnomefather-Sounds sind das, Gun-Sounds, Abpralle-Sounds, oder? Die brauchen wir mit 9.14 nicht mehr nutzen. Deswegen war das alles so laut. Das ist schon 1600 Damage. Das hat natürlich einen Amore gekriegt, das ist gar nicht gut. Jetzt noch einen kriegt. Kann mal gucken, wo er die ganzen Schüsse reingekriegt hat. Ja, durch den Turm. Hm. Aber ich habe schon gezeigt, habe ich einen sehr, weiß nicht, also so wie der Streifen da drauf ist, würde ich fast vermuten, dass der Schuss von diesem Weg gekommen ist. Weiß nicht, wie das durchgegangen ist. Da würde er 110er gewesen sein. Der TH-10. Das jetzt durchging, hat mich jetzt auch etwas überrascht, denn das war mit Heat auf eine Kanonenblende von der ES3. Er versucht das auf den Löwe, also dass das durchgeht. Mich das stark wundern. Deswegen habe ich die gerade auch in der Ecke nicht so gemacht, ja, wegen genau solchen Gründen. Dann hat er die Überwachung gekillt, sein erster Kill. Er ist bei 2200 Damage. Er hat übrigens offensichtlich auch mit Surf angekreuzt. Er hat 2 Kills, 2,7 Damage. Vielleicht ist alles ganz beschäftigt. Also ein 13,90 mit 170 Pennen, das war natürlich an der Wand auch ab. Das weiß der Alpha natürlich auch. Ja, da 1390 hat frontal eigentlich so gut wie keine Chance, ihn zu penetrieren, weil er denselben Wert hat wie die Bande selber. Gut, eigentlich hat er Chancen, aber da muss er zu etwas höher rollen. Es sind noch 2 Panzer übrig. Und er ist bei 3,8 Damage. So eine recht schnelle Runde, ja, das waren jetzt nur 4 Minuten jetzt und eigentlich ist das Gegenteam schon tot. Aber wie man sieht, ist der Panzer doch recht mobil, also dafür, dass er etwas langsamer zu scheinen sein als der. Das ist hier 50. Aha, da kam der Damage. Ihr seht es, Amorek, ja, hat ihm das Amorek ausgeschossen und 961 Damage gemacht. Oder 957. Ich stand gerade 961. Ah gut, kann ein Bug sein. Ja, da sind wir schon durch. Das war eine recht schnelle Runde, die mal zeigt, was der da drauf hat. Also, ich würde den echt gern auch haben, den Panzer, aber Wargaming sagt, nö, tu nicht. Ja. Ich versuche inzwischen meine Mission auch gar nicht mehr zu machen, ja. Also wenn es mal klappt, dann klappt's. Wenn ich vielleicht habe sogar welche schon gemacht, da habe ich gar nicht gekriegt, dass ich es gemacht habe. Ja, so müsste das eigentlich auch sein. Und ja, T50A vielleicht irgendwann mal meine Garage. Ich würde mich zumindest freuen über diesen Panzer.
Ja. Gut. Dann zeige ich euch jetzt noch die Statistik von dem Game und dann habt ihr eigentlich einen echt guten Eindruck über eigentlich schon ziemlich alten Panzer, wenn man drüber nachdenkt, weil die Missionen sind ja auch schon ziemlich lang drin. Also bis gleich. So, dann willkommen in der Statistik von dem Game gerade. Dann schauen wir uns mal die Medaillen an von oben. Ich habe natürlich einen Elstinger, einen Bruiser, Demolition Expert, einen Duelist, Fire for Effect, High Caliber und einen Top Gun. Ja, und gemacht hat er 1510 Base XP, 5031 Damage und 6 Kills. Und das war eine Premium, war kein Doppler, 2265 XP, ja. Und er hat 81.235 Credits bekommen und davon hat er, ja, die Goldmunition ist halt nach wie vor teuer. Kennen wir vielleicht von T-50. Und plus hat er trotzdem gemacht von 28.053 Credits damals. Wie gesagt, es ist kein Premium im Sinne von, dass du einen Premium-Bonus auf Credits und XP kriegst. Also, oh, eine richtig gute Runde, würde ich sagen. Aber mit dem Panzer ist das auch durchaus möglich, ne? Schauen wir uns doch hier bei Piggy Baby an, was er denn, er hat nämlich zum Beispiel 8563 WN8 bekommen. Ja, und, wie selber gespottet hat er jetzt nicht. Nur 93 von der IS-3 hier und von einem Level 95 bei durch Street Tracking. Ja, also dieser Panzer macht auf jeden Fall viel XP und viel Credit. Ja, gut, viel XP auf jeden Fall. Bei 5031 Damage. Ich nicht aber, dass es so ausfällt, aber war schon nicht schlecht. Damage blockt hat er. Block bei Armor 1580, ja. Also das, ich glaube, das meiste davon war von 1390, der aber mit seinen 240 Durchschnittsdamage da drauf rumgeprallt ist. So. Ganz nette Runde, würde ich sagen. Ja, und ich denke, ihr habt eigentlich einen ganz guten Eindruck vom T-50A jetzt bekommen. Ist auf jeden Fall ein schöner Panzer. Ja, ich hätte ihn, wie gesagt, auch sehr gern. Aber da ich nicht mehr auf die Mission so hinspiele, ja, also quasi das komplette Gameplay des Spiels vergesse und lieber auf die Mission hinspiele, könnte das noch etwas dauern, bis ich den irgendwann mal kriege. Vielleicht überdenkt Wargaming sich das auch mal mit den Missionen und macht sie mal weniger zufällig, ja, also du brauchst ja ziemlich viel Glück, dass du da die Mission schaffst und kein Können. Das finde ich ein bisschen Banane, finde ich das eigentlich. Naja. Gut, dann hoffe ich, ihr hattet jetzt einen guten Eindruck vom T50A, auch wenn wir jetzt nur ein Replay gesehen haben, aber ja, man kann ihn doch wirklich mit dem T-50 vergleichen. Ja, wer den Panzer kennt, und den kennen die meisten, der würde sich bei dem natürlich freuen, da es quasi ein deutsches Pendant ist, ja, wo man die Crew sogar trainieren kann. Warum nicht? Hat Wargaming mal was gut gemacht mit dem Panzer. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch einigermaßen gefallen und wir sehen uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video wieder. Macht's gut!